Herzlich willkommen, lieber Wassermann, zu deiner Tarotkartenlegung für den Zeitraum vom 31. Januar bis zum 9. Februar. An alle Wassermänner, die bereits Geburtstag hatten, herzlichen Glückwunsch zu eurem Geburtstag. Wir sind jetzt in der zweiten Dekade in euren Sternzeichen und somit auch mitten in der Luftenergie. Das beeinflusst uns alle unterschiedlich stark und so möchte ich mir heute mal anschauen, wie diese Energien bei dir ankommen, lieber Wassermann. Zu der aktuellen Dekade. Wir haben einen interessanten Fixpunkt in der Mitte der Dekade. Da haben wir einen Vollmond am 5. Februar. Genau. Ja, schauen wir mal, wie diese Dekade bei dir ankommt. Eine Karte für dich, lieber Wassermann. Die Liebenden. Ja, eine sehr schöne Karte. Die Liebenden. Du kannst das Verbindende hinter allem erkennen. Und natürlich kann sich das hier auch sehr positiv auf deine sozialen Kontakte auswirken. Also, du wirst feststellen, dass deine sozialen Kontakte sich sehr harmonisch gestalten werden, dass die Ich-Du-Thematik in deinem Leben gut funktionieren wird. Und natürlich kann das auch die Verbindung zu den Mitmenschen vertiefen, auch zu einer ganz besonderen Person oder zu einem besonderen Personenkreis, ne? Die Menschen, die dir am nächsten stehen. Hier ist auch in diesem Personenkreis oder zu dieser einen besonderen Person auch eine Versöhnung möglich, falls es in der Vergangenheit Komplikationen gab. Ist hier eine Wiedervereinigung, eine neue Verbindung, eine harmonische Verbindung zu erkennen? Womöglich, also dieses Konzept, dass man das Verbinden in allen erkennt, das gilt auch für sich selbst, ne? Man kann hier auch sehr gut in die Selbstannahme kommen und auch Wesensanteile von sich selbst akzeptieren lernen, mit denen man vorher nicht so gut, also die man nicht so gut akzeptieren konnte, sodass man auch mit sich selbst in Versöhnung gehen kann. Und aufgrund dieser neuen Sichtweise, dieser neuen emotionalen Einsicht, ist es eventuell auch notwendig in deinem Leben, dass du eine gewisse Entscheidung treffen musst. Ne? Eine Entscheidung, die aus dem Herzen kommt. Vielleicht wirst du auf diese Art und Weise vor eine neue Situation gestellt. Ja, eine wirklich sehr schöne harmonische Karte, die von viel Liebe in deinem Leben spricht. Wir schauen mal, auf welche Lebensbereiche sich das bei dir bezieht. Das ist ja auch interessant. Ich glaube, in deiner letzten Legung war diese Karte an der gleichen Stelle, aber ich bin mir jetzt nicht so ganz sicher mehr, aber irgendwie kommt mir das jetzt bekannt vor. Ja, du bist hier schon auf dich fokussiert, auf deine Interessen. Und das ist ja nicht unbedingt verkehrt. Das spricht auch von einem gesunden Egoismus, die Selbstliebe, ne? Und wenn man auch gut für sich sorgen kann, ne? Wenn man, ja, wenn man seine eigenen Bedürfnisse und Interessen nicht aus dem Blick verliert, dann kann man auch viel besser für die Interessen seiner Mitmenschen da sein. Das bedingt sich oft gegenseitig. Im Moment ist es notwendig, dass du auf deine Bedürfnisse und Interessen fokussiert bleibst. Und du wartest hier auf das richtige Timing, um deine Ressourcen einzusetzen, um deine Energie einzusetzen. Oder um etwas anzusprechen auch, ne, um deine Bedürfnisse Ausdruck zu verleihen. Und da hast du im Moment viel Geduld und bist in abwartender Bereitschaft. Die Karten sagen hier, dass es
sinnvoll ist, wenn du einen unkonventionellen Weg in dieser Dekade gehst. Hier gibt es einen Pfad für dich, der vorteilhaft für dich ist, der aber noch nicht so viel betreten ist, ne, wenn man in diesem metaphorischen Bild bleibt. Also eine unerprobte Methodik, ne? Etwas, was du, was man aus, ein Experiment, etwas, was man auszuprobieren hat. Ja, etwas, was man so noch nie vorher gemacht hat. So ein Pfad ist im Moment vorteilhaft für dich. So oder so, du wirst hier nach dem Vollmond, nach dem 5. Februar sehr viel Energie bekommen, sehr viel Leidenschaft, sehr viel Wunsch auch. Und da kann es plötzlich sehr intensiv werden, sehr heiß hergehen, in vielerlei Hinsicht. Ne? Das kann in der Partnerschaft natürlich sich auf Sexualität beziehen, aber im Beruf auch sehr viel auf Durchsetzungswille und Motivation, Engagement und Leidenschaft einfach. Ja, wahrscheinlich. Also es könnte dann halt eben gut sein, dass du das richtige Timing abpasst und dann hier sehr schnell in deine Energie kommst. Wir schauen mal, auf welche Lebensbereiche sich das bei dir bezieht. So. Kriegt das irgendwie nicht richtig gerade. Naja, okay. Okay. Okay, also was dein soziales Leben betrifft, ist, glaube ich, alles sehr stabil und sicher. Und dein soziales Leben gibt dir im Moment den notwendigen, stabilen Halt. Da gibt es keine Sorgen, keinen Stress und auch nicht unbedingt viel Veränderung, sondern es ist sehr stabil. Du weißt, auf wen du dich verlassen kannst und gibst diesen Menschen, die dir nahestehen, auch sehr viel Dankbarkeit und Wertschätzung und erhältst diese dann auch wieder. Also da gibt es eine Vollständigkeit, einen sehr starker Sinnzusammenhalt, einen sehr starker Zusammenhalt, auf den du dich verlassen kannst. Und trotzdem kommt jetzt so ein bisschen Abwechslung rein in deinen Alltag vor allem. Ja, es ist manchmal so, wir haben hier 10 Kelche. Es ist natürlich hier eine wunderschöne Situation, aber es kann auch manchmal ein bisschen schwer lasten. Du bist ja kein Wassermensch, du bist ein Luftmensch und dann sind diese Kelche manchmal auch ein bisschen belastend und dann kommt dir ein bisschen Abwechslung, ein bisschen Umstrukturierung und Neuorganisation auch zugute. Wenn du dich in einer festen Partnerschaft befindest, könntest du auch zwischendurch ein bisschen das Bedürfnis haben zu flirten, aber es ist nichts Ernstes, es ist nur ganz oberflächlich. Aber irgendwie neue Leute kennenlernen, auch ein bisschen Abwechslung im Alltag haben, das sehe ich hier auf dich zukommen und das kommt dir auch zugute. Vielleicht wirst du auch dich für kleine Änderungen in deinem Leben entscheiden, kleine Anpassungen, die aber doch einen großen Effekt haben. Wir schauen mal weiter. In der Vergangenheit die 8 Schwerter. Da gab es etwas viel Stress und Chaos in der Vergangenheit, vielleicht auch Blockaden. Vielleicht wurden dir Steine in den Weg gelegt und du musstest da irgendwie durch. Hier könnte es Gerüchte geben oder Tratsch auch. Probleme anderer Leute, die dich aber dann doch betreffen, ne? Also irgendwelche, ja, Schwierigkeiten, die so deine Energie blockiert haben und wodurch du nicht so richtig in die Gänge gekommen bist. Aber diese Situation ist jetzt vorbei. Du hast diese Situation, diese Energie hinter dir gelassen und hoffentlich einfach an dir abstreifen lassen und dich hier nicht über irgendwelche Sachen geärgert. Und jetzt ist diese Situation vorbei. Und es sieht mir hier danach aus, als würdest du bald deine Energie so richtig ausdrücken können. In deinen Gedanken ein Prinz der Kelche. Diese Karte ist ja eine Hofkarte und diese Karte kann sich auf
dich beziehen oder eine Person in deiner Umgebung. Manchmal ist es auch wechselwirkend. Wenn diese Person eine Person in deiner Umgebung ist, dann denkst du viel über diese Person aktuell nach. Wenn das sich auf dich bezieht, dann denkst du viel über dein Selbstbild als diese Person nach, ne? Deine Wasserseite, der Prinz der Kelche ist Wasserenergie. Eine sehr unreife Seite, eine Person, die eher mit ihren eigenen Gefühlen überfordert ist und deswegen sehr unreif mit den eigenen Gefühlen umgeht, aber eine ganz sanftmütige, liebenswerte, romantische Person, eine charmante Person, also die eine Person, die auch so offen und frei die Gefühle zeigt und ein offenes Buch sein kann und sehr liebenswürdig ist. Wir schauen mal. Also könnte ein Wasserzeichen sein. Fische, Krebs oder Skorpion. Der Prinz der Kelche ist auch sehr jung in der Regel. Oder diese Person ist aktuell etwas unreif. Eins von beiden. Deswegen zeigt diese Karte auch manchmal Kinder an. Ne? Wenn du von Kindern umgeben bist, wenn du eigene Kinder hast, dann könnte es sein, dass du dir im Moment über deinen Sohn oder deine Tochter viele Gedanken machst. Aber auch, also hier zeigt sich doch, dass diese Person, entweder du als diese Person oder die andere Person, sehr ausgeglichen im Moment ist. Es ist mit dieser Person eine gute Kommunikation möglich. Waage zeigt sich hier auch sehr, sehr stark. Es ist eine gute Kommunikation mit dieser Person möglich. Diese Person ist fair, beurteilt, kann die Situation ganz gut beurteilen. Man sieht hier auch ein gleichberechtigtes Verhältnis, faire Absprachen. Ja, also entweder erfährst du, also entweder, ja, also wenn du der Prinz der Kelche bist, dann erfährst du über deine sanftmütige Seite, der Prinz der Kelche kann auch sehr kreativ und fantasievoll sein, über diese emotionale Seite von dir erfährst du hier eine gewisse innere Balance, die sich sehr vollständig und sehr erfüllend für dich anfühlen wird. Wenn du es mit einem Prinzen der Kelche zu tun hast, über den du dir viele Gedanken machst, dann kommt es hier zu einer sehr starken Verbindung zu dieser Person. Eine sehr starke Wiedervereinigung oder Versöhnung. Ich habe ja hier schon mal von Versöhnung gesprochen oder Vertiefung der Beziehung, aber auch sehr starke Vertiefung der Beziehung. Und diese Beziehung basiert auf Gleichberechtigung, Fairness. Es ist auch eine Form von Gerechtigkeit, dass das jetzt passiert. Es ist vielleicht sogar, man kann sogar so weit gehen und von Karma sprechen. Also sehr schön, sehr schöne Verbindung. Und es ist dir auch noch bewusst, ne? Also irgendwie, hast du den Durchblick in dieser Situation auch, ne? Das ist schon auch eine bewusste Entscheidung deines Herzens, dass du dich auch darauf einlässt. Sehr, sehr schön. Finde ich hier sehr angenehm. Und hier im Unterbewusstsein, die vier Stäbe, spricht auch von Harmonie, spricht davon, wenn du es mit einer anderen Person zu tun hast. Dass ihr ein super gutes Team seid. Wenn du es mit keiner anderen Person zu tun hast, ne, oder jetzt nicht genau weißt, wer diese Person sein könnte, dann sehe ich hier auch, dass du überhaupt mit deinen Menschen, mit Menschen gut zusammenarbeiten kannst und vor allem auch alle Dinge auf die Reihe bekommen wirst. Besonders nach dem Vollmond, ne? Also da bekommst du wirklich sehr viel Schub.
Und alle deine Vorhaben werden gut funktionieren. Und du hast hier ordentlich Feuerenergie dann nach dem Vollmond. Ne? Davor bist du eher in Wasser. Ne? Also davor ist es hier mehr, bist du viel emotionaler. Interessant. Ja, nämlich die Feuerenergie, die baut sich erst hier auf. Ne? Da gibt es für dich verschiedene Möglichkeiten und du wägst die noch ab. So ein Hin und Her. So ein Kampf zwischen Herz und Verstand oder zwischen einfach zwei verschiedenen Positionen. So ein Abwägen findet hier statt. Kann natürlich auch mit einer gewissen Person sein, dass es hier auch einen interessanten Kontakt mit den Prinzen der Kelche gibt. Ich habe hier schon von Flirterei gesprochen. Diese Karte kann auch für Flirt stehen. Ne, dass es hier eine interessante Kommunikation gibt, wo man zwar unterschiedliche Standpunkte hat, aber auch irgendwie sich so ein bisschen immer den Ball zuspielt, sich auch gegenseitig neckt, aneinander reibt, irgendwie auch kleine Konfrontationen entstehen. Aber so entsteht halt auch wahnsinnig viel Energie, die du dann nach dem Vollmond, ich kann es nicht oft genug betonen, ausdrücken wirst können. Ne? Bei den zwei Stäben ist es so, dass man durch irgendeine Entscheidung oder durch irgendeine Aktion oder Klarheit, durch irgendeine klare Erkenntnis irgendwie in die Aktion kommen muss. Und so kommt man in die 3 und hier bist du ja schon in der 4. Also das ist schon irgendwie eine spannende Dynamik, die sich hier auch zwischen euch beiden aufbaut oder die sich in dir aufbaut, ne? Ja, Veränderung und Umwälzungen. Also diese Karte hat es ja auch schon gemeint. Hier gibt es wirklich eine Änderung in deinem Leben, eine Umstrukturierung, irgendwas, wo du wirklich nochmal alles auf den Kopf stellst. Also hier wirklich eine drastische Entscheidung, ne? Ich habe hier von einer Herzensentscheidung gesprochen und hier wirkte das so sanft und hier kommt dann plötzlich der Turm. Und der Turm hat etwas sehr Radikales, Entschlossenes und schon auch basiert auf einer plötzlichen Erkenntnis. Also es könnte sein, dass dir recht plötzlich klar wird, was du zu ändern hast, was du ändern musst. Das richtige Timing, ne? Es ist auch vielleicht echt sehr ungewöhnlich. Es wird dich vielleicht auch ein bisschen selber überraschen. Der Turm sind oft eher Ereignisse, die von außen kommen. Aber es führt dazu, dass ganz viel Energie in dir freigesetzt wird. Der Turm ist oft, also muss ich schon sagen, ist nicht unbedingt immer eine positive Nachricht. Aber wenn der Turm eingestürzt ist, ne, ist es oft in vielen Fällen auch einfach sehr befreiend, ne, lösend. Es ist oft eine Erleichterung, dass das so oder so passiert ist. Auch wenn man das jetzt nicht so erwartet hat. Das kann sich natürlich in euren Leben total unterschiedlich auswirken. Das könnte sein, dass ihr sehr plötzlich entscheiden werdet, euren Job zu kündigen oder die Beendung einer Freundschaft, einer Beziehung. Es kann aber auch was viel Kleineres sein, ne? Dass ihr irgendwie sagt, ich werde jetzt diese und jene Aufgabe nicht mehr erfüllen oder ich werde irgendeine Gewohnheit auch einfach aufgeben jetzt. Es ist irgendeine Umstrukturierung. Und dies wird der Grund sein, warum ihr eure Kraft dann so entfachen werdet. Ich denke, bis zum Vollmond, bis zum 5. Februar ist dieser Turm schon eingetreten.
Ja, aber im Sozialleben läuft alles so wunderschön. Also es hat nichts mit eurem Sozialleben zu tun. Das kann ich mir nicht vorstellen. Es ist vielleicht dann vielleicht eine Entscheidung, die ihr gemeinsam trefft, ne? Eine sehr starke Veränderung. Ein Umzug zum Beispiel, dass ihr, ne? Zum Beispiel sowas oder. Aber ich sehe doch in vielerlei Hinsicht bezieht sich das auf eure auf euer Berufsleben oder eure Selbstverwirklichung. In eurem Sozialleben sehe ich hier sehr, sehr viel Harmonie, Einstimmigkeit und einfach Liebe. Ne? Einfach Liebe. So viele Karten, die darauf hinweisen, eigentlich fast alle. Also da erfahrt ihr den notwendigen Halt, den ihr für diese mutige Entscheidung braucht für alles Weitere, um auch in eure Energie zu kommen. Und sehr viel Unterstützung auch, ne? Also hier gibt es ja auch diese interessante Kommunikation, die auch dazu führt, dass ihr sehr viel Energie aufbauen werdet. Ihr seid etwas pessimistisch. Und erwartet, dass das alles nur Schall und Rauch ist. Dass euch die Realität ein bisschen über die Füße fällt. Das erwartet ihr. Aber ich glaube, das ist gar nicht begründet. Überhaupt nicht. Ihr werdet eher überrascht sein in dieser Dekade. Ich glaube, ihr werdet überrascht sein. Und vielleicht, ja, ist das dann die Realität, ne? So. Aber Pessimismus wird euch nicht ganz loslassen in dieser Dekade. Es wird zwar alles gut funktionieren und hier werdet ihr sehr viel Energie haben, aber irgendwas macht euch Sorge. Danach auch noch. Ihr macht euch Sorgen, dass euch jemand irgendwas wegnehmen könnte oder dass ihr euch auf die falschen Projekte, die falschen Themen konzentriert. Verlustängste zeigen sich hier. Vielleicht habt ihr auch Angst, diese sehr schöne Situation irgendwie, dass das euch irgendwie entgleiten könnte. Irgendwelche solche Sorgen könnten sich ergeben. Aber das kann eben auch ein sehr guter Motor sein für eine gewisse Antriebsfeder, ne? Die Schlange, ne? Ihr wartet auf das richtige Timing. Und das kann die Schlange ja auch nur tun, weil sie sich so Sorgen macht um alles, ne? Die Schlange sorgt sich um ihre Existenzerhaltung. Das sind eigentlich sehr ähnliche Karten. Und deswegen ist sie da sehr nachdenklich und weise und klug. Überlegt ganz genau, soll ich jetzt agieren oder lieber noch warten? Ist auch so eine Energie, ne? Somit so, das kann eben dazu führen, dass ihr eure starke Energie, die ihr dann aufbauen werdet, nicht verpulvert, sondern auch doch noch immer gut einsetzen werdet. Aber dennoch vorsichtig in dieser Nachvollmondzeit, ne, vor übereilten Investitionen. Oder hier zu schnell, zu übereilt vorzugehen. Ne? Also diese Energie soll einen schon ein bisschen zur Vorsicht mahnen. Und dann kommt man da ganz gut durch. Denn ihr habt hier viel dafür getan, um diese gute Energie aufzubauen. Da sollte man naja auch wirklich was daraus machen. Und schließlich seid ihr hier in der Umstrukturierungsphase, ne? Und man möchte ja so ein bisschen schauen, auf welchen Fundament sein zukünftiges Haus baut. Ne? Man hat den Turm eingerissen, jetzt muss man erstmal die Scherben zusammenkehren und alles wieder neu aufbauen. Deswegen ist das vielleicht gar nicht so eine verkehrte Energie an dieser Stelle. Ja, schauen wir mal.
Was die Mondenergie zu deiner Situation sagt, lieber Wassermann. Die Energie kommt in Fahrt. Wie passend, ne? Wie passend. Die Energie kommt in Fahrt. Ja, finde ich auch. Also deutet sich hier so an, ist auch zunehmender Mond. Also du kommst hier gut, du bist hier sehr gut mit der Mondenergie aktuell in Harmonie. Und überhaupt bist du sehr mit deiner Umwelt in Harmonie. Das ist wirklich was sehr Schönes und ein klarer Vorteil. Ja, lieber Wassermann, ich wünsche dir eine wunderschöne, harmonische Dekade mit viel Energie und viel Erfolg. Von Herzen alles Gute und bis bald mal wieder. Hat dir dieses Video gefallen? Du hast aber noch offene Fragen und möchtest persönlich beraten werden? In meinen Etsy-Shop kannst du eine persönliche Legung für dich buchen. Ich freue mich auf dich.